Da passt nichts. Das muss ich neu kaufen. Das ist Bettino. Was ist denn da in diesen Koffern da oben drin? Also oben hast du Kamerainspektion mit Suchsensor. Du hast Abdrückmaschinen oben. Du hast ein Lecksuchegerät oben. So, jetzt geht's zu unserem ersten Kunden heute Montag. Ein griechisches Restaurant auf der Avenida de Gran Canaria, wo eine Verstopfung eines Urinals auf uns wartet. Und weißt du jetzt genau, was da auf dich zukommt? Ich kann es grob beahnen, weil die Besitzerin hat mir drei Bilder rüber geschickt. Also ein bisschen kenne ich mich schon aus, aber wie gesagt, Klempnerarbeit ist wie Doktoren. Wir müssen schauen, was auf uns drauf zukommt und halt das Beste draus machen und die Entstopfung halt lösen und gucken, was wir noch für Fehler finden. Ne? Genau, das ist ja deine Aufgabe. Genau. Ja, dann lass uns mal losfahren. Nimmst du das eigentlich noch so ganz bewusst wahr, dass du hier auf Gran Canaria arbeitest? Also erfreust du dich denn, wenn du hier arbeitest, an dem blauen Himmel und an den tollen Temperaturen? Siehst du das noch? Ich sehe das noch. Und vor allen Dingen sehe ich es auch, wenn ich viele Bekannte habe, die auf Gran Canaria Urlaub machen, wie sie dann erzählen, ja, wir sind geflüchtet, zu kalt, und da merkt man das schon. Und wo man sich dann selber sagt, alles richtig gemacht. Wie lange lebst du hier schon? Leben tue ich auf Gran Canaria seit 12 Jahren. Habe aber nicht immer in diesem Beruf gearbeitet. Ich habe zwar gelernt mit Gesellenabschlussprüfung, aber ich habe vorher in der Gastronomie gearbeitet, weil ich kein Spanisch sprechen konnte und es für mich der einfachste Weg gewesen ist, hier ein Einkommen zu haben. Und Spanisch hast du dir selbst beigebracht? Auch die ganzen Fachbegriffe, die man jetzt so als Klempner braucht? Also das ist wirklich lustig, da habe ich viel geschwitzt, wenn ich beim Sanitärfachhändler hingefahren bin, mit Händen und Würgen. Englisch wird hier nicht verstanden oder will nicht verstanden werden und habe mir die Fachbegriffe dann halt angeeignet, dadurch, dass ich die Rechnungen auch selber schreiben muss, und irgendwann haben dann die Fachbegriffe gesessen, sind dann halt drin gewesen. Aber wie gesagt, zu 80% ist mein Spanisch gut und der Rest mit Händen und Füßen immer noch. Und autodidaktisch, oder warst du auf der Schule oder? Nein, ich habe es mir jeden Tag, habe ich mir ein Wort aufgeschrieben oder zwei oder drei Wörter aufgeschrieben. Die Basics habe ich intensiv gelernt und für den Rest habe ich mir dann halt Zeit genommen und in 12 Jahren mir vieles angeeignet. Ja. Wie läuft denn so ein typischer Tag eines Handwerkers auf Gran Canaria? Also morgens früh aufstehen um 5 Uhr oder wann stehst du auf? Nein, dadurch, dass auf den Kanaren die Arbeiten erst ab 9 Uhr beginnen, nicht so wie in Deutschland um 7 Uhr. Zwecks Lärm, Lärmbelästigung und stehe ich meistens um 6, 7 Uhr auf, bereite mich für den Tag vor, guck, was für Aufträge ich zu erledigen habe und dann geht's halt los. Und heute erwarten uns wie viele Aufträge, die du heute abarbeiten musst? Also ich mache maximal 4 Kunden am Tag, weil ich es nicht schaffe, handwerklich, wie soll ich sagen, 4 Kunden ist eine Menge, die man zeitlich einhalten muss, mit denen man klarkommen muss und wo man dann handwerkliche Lösungen anbieten muss. Heute sind es nur 2 Kunden. Das ist einmal, wie gesagt, das griechische Restaurant mit der Verstopfung und eine Komplettierung eines Kunden, wo ich bzw. wir ein komplett neues Bad saniert haben. Speziell jetzt Verstopfungen im Toilettenbereich, das ist doch auch eigentlich so ein sehr sensibles Thema, wo man doch dem Kunden auch die Scham nehmen muss, die er vielleicht möglicherweise hat, wenn man jetzt zusammen mit dem Handwerker da das Desaster sich anguckt, oder? Also in dem Sinne habe ich keine Berührungsängste bzw. die Kunden auch nicht gehabt, weil die Kunden gehen dann meistens immer weg und lassen uns machen. Aber es waren schon einige spezielle Dinge dabei gewesen, wo ich selber gesagt habe, das brauche ich nicht nochmal. Zum Beispiel? Lebendgebot in der Toilette, Dinge reingeschmissen, die nicht reingehören. Und das ärgert einen dann halt schon. Aber wie gesagt, es wird gelöst und dann ist das Problem auch beseitigt und der Kunde zu 90% glücklich. Weil es kostet natürlich auch Geld.
bei der Vielzahl von verschiedenen Materialien hast du doch nicht immer alles in deinem Auto dabei, oder? Also für die Standarddinge sind schon einige Dinge im Auto drin. Aber wie gesagt, dadurch, dass du sehr viele verschiedene Rohrarten hier auf den Kanaren hast, kein Pressen, sondern andere Rohrarten, musst du dann öfters nochmal zum Sanitärfachhändler und ans Lager fahren und die Dinge holen, die du brauchst. Können wir mal reingucken ins Auto? Ja. Hast du aufgeräumt? Immer. Das ist immer jeden Freitag. Also hier ist so viel Kleinmaterial. Ja, Silikon sehe ich, Standard. Standard. Also du hast quasi so Standard an Bord. Bei wie viel Prozent deiner Aufträge reicht das aus, was du dann hier sofort immer an Bord hast? Müsste ich jetzt überlegen, weil jeder Auftrag ist speziell. Aber ich denke mal, zu 80% kann ich mit den Sachen, die hier drin sind, schon eine Lösung herbeiführen. Das ist aber bestimmt ärgerlich, wenn man jetzt wegen einer, ich sag mal, eine kleine Schraube, die jetzt hier fehlt, weil die speziell ist, dann wieder ins Lager fahren muss, oder? Es ist ärgerlich für mich, weil ich die Aufträge natürlich so zeitnah wie möglich auch erledigen möchte. Aber es ist so, wie es ist. Und bis jetzt haben die Kunden immer Einverständnis gezeigt und gesagt, das ist kein Problem. Dann wollen wir mal schauen. Wir gehen jetzt erstmal rein, schauen uns das Original an. Und ich denke mal, wir werden es dann abschrauben, dass wir unten ans Abwasserrohr rankommen werden. Wie gesagt, heute ist ziemlich warm wieder auf den Kanaren, Gott sei Dank. Viel Wasser trinken. Dann gehen wir mal schauen. Auto zumachen. Hola, buona dia. Und die große Taschenlampe mitnehmen. Okay, das hängt jetzt nicht am Siphon. Okay. So, der Siphon ist frei. Das heißt, wir werden jetzt mal Wasser abstellen und dann werden wir an das Hauptwasserrohr rangehen. Unten am Siphon, den werden wir jetzt mal öffnen und schauen, wo die Verstopfung eigentlich generell ist. Vielleicht müssen wir gar nicht so viel machen. Wir werden erst mal schauen. Hat es eigentlich Überwindung gekostet für dich, in diesen doch ja, sensiblen Bereichen, so will ich das mal formulieren, zu arbeiten? Also dadurch, dass ich das 4 Jahre in meiner Lehre eigentlich gemacht habe und nie Berührungsängste gehabt habe, um an sowas ranzugehen, weil ich sage mir immer, das, was du hier siehst, hast du im Körper. Du läufst damit rum. Also, es gibt natürlich spezielle Fälle, aber die möchte ich jetzt nicht erwähnen. Ja. Also der Siphon ist frei, schau mal, den habe ich durchgeleuchtet. Ja. Da ist nichts, keine Zigaretten drin, nichts. Dass du den richtig ansetzt, dass die Schraube nicht verhuddelst. Lass mich mal. Und den Schlüssel leg mal oben hin. So, das erste, was ich sehe, was sehr gut ist, Urinal ist am Siphon verbunden, was normalerweise keinen Sinn macht, durch Urinstein und, und. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Leitung frei zu bringen von ungefähr 1 Meter. Das kriegen wir hin. Gut, dann holen wir aus dem Auto bitte, gucken,
ein Eimer, Lappen. Und jetzt muss ich schauen, wie ist das Original befestigt? Das kenne ich gar nicht. Das glaube ich nur reingehangen, oder? Oder festgeklebt, was hier auch typisch auf den Kanaren ist. Gut, hol erstmal die Spirale, Eimer, Lappen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen, das ist wieder das Typische. Ich sehe hier ein Modell eines Urinals, was vor meiner Zeit ist. Und jetzt müsste ich schauen, wie es befestigt ist. Ob es eingehangen ist, ob es nur festgeklebt ist an die Wand. Ah, ich sehe es schon hier unten. Ist es mit zwei Bolzen in der Wand befestigt und der Rest ist wahrscheinlich geklebt. So wie ich die Situation ja kenne. Okay. Also es bleiben auch oft noch Unsicherheiten oder ungeklärte Fragen. Du vermutest, das ist so und so und hoffst, dass deine Vermutung richtig ist. Das ist richtig und dadurch, dass ich das jahrelang mache, kann ich sehr vieles eingrenzen und komme dann eigentlich ziemlich schnell zu einer Lösung. Weil ich weiß von A bis Z, wie was verbunden ist und dadurch wird es kein Experiment. Weil es auch schade ist, wenn irgendwas kaputt geht und ich das dann ersetzen muss für den Kunden. So, wir brauchen die Druckpumpe und den schwarzen ledernen Koffer, wo die ganzen Zangen drin sind. Und ein Schwitzerhandtuch. Es ist ziemlich warm, ziemlich stickig in diesen kleinen Bädern. Wie ist es eigentlich im Hochsommer, wenn es so richtig heiß ist? Wie viel Liter Wasser trinkt ihr dann so am Tag oder vergesst ihr das auch schon mal? Also wenn es eine Arbeit ist, die wirklich stressig ist, dann vergisst man schon mal zu trinken, aber man merkt ziemlich schnell, dass der Körper schwach wird und dann greift man doch schon zur Wasserflasche und meistens sind die Kunden so nett und bieten gleich beim Empfang ein Glas Wasser an. Also da wird eigentlich schon Wasser getrunken. Mit der Zeit hast es dann eh Intus. Schauen. Wo der Hauptabsperrer von diesem schönen Bad ist. Aber den brauchen wir eigentlich nicht, weil der Druckknopf schließt noch. Gut. Ich müsste dich leider noch mal ins Auto schicken, dass du mir die Decke holst, damit wir dann das Urinal drauflegen können. Ah, hast schon dabei. Super, super. Gut. Hast du schon gesehen, wie es angebracht ist? Unten ist es mit zwei Schrauben montiert, aber von der Logik her im unteren Viertel. Und nun weiß ich aber nicht. Ist es da vielleicht eingehängt? Entweder eingehängt oder geklebt. Ja. Das werden wir dann sehen, ne? Gut. Was auch immer eine Horrorversion für mich ist, wenn ich hier oben an den Wandscheiben schraube, dadurch, dass die Installation ja schon 40 Jahre alt ist, dass ich dann die Wandscheibe rausbreche aus der Wand, obwohl ich auch konnte mit der Zange. Das ist mir auch schon mal passiert. Und dass dann, wie gesagt, die ganze Fliese aufgeschlagen werden muss, um ans Rohr zu kommen, beziehungsweise die Wandscheibe neu zu setzen. Was in der Gastronomie auch immer ein Stressfaktor ist. Gut, jetzt haben wir nur ein Urinal, Toilette ist noch da, weil der Betrieb muss ja weiterlaufen, ne? So. Decke schön ausbreiten, Maschine erstmal. Nee, hier, mach mal, hier ist besser. Maschine raus. Dass wir Platz haben. Und ich gucke jetzt mal, wie ich unten an den Schrauben rankomme. Gib mir mal erstmal die Decke, dass ich dich darauf lenken kann. Ist körperliche Fitness eigentlich auch eine Voraussetzung in eurem Beruf? Also sagen wir es so, einen Bauch darf man nicht haben, weil die meisten Installationen schon so eng
verschraubt und versteckt sind, dass man dann keine Chance hat, körperlich reinzukommen. Gut, so. Jetzt machen wir es erstmal anders, dass wir das Urinal doch nicht abschrauben müssen. Wir werden... Gib mir mal die Spirale. Ich zieh die Spirale mal aus, 2 Meter. Wir gucken mal, ob wir reinkommen. Vorne lösen. Genau. Gibt es einen grundsätzlichen Unterschied zur deutschen Installation hier in Spanien? Ist hier alles anders oder ist das schon vergleichbar? Also wir haben hier DIN-Normen, die auch eingehalten werden, was Rohrdimensionierung anbelangt, was aber meistens nicht eingehalten wird, weil wenn schwarz gemacht worden ist und derjenige eigentlich nur eine Armatur anbringen möchte, dann ist es egal, was er an Rohre dir verlegt. Zieh mal. Langsam. Also ich bin nicht. Schwitzen brauchst du ja nicht auch. Ich bin nicht der Einzige, der schwitzt. Wie ist es für dich, Roman, wenn du hier so in der Enge und in der Hitze und. Man kommt sich näher. Also, auch mit dem Nico. Wir schwitzen zusammen, leiden zusammen. Ja. Aber macht Spaß. Okay. Aber ist schon anstrengend. Ja. Wie hältst du dich fit außer der Arbeit? So, gibt es da noch irgendwas, was du noch zusätzlich machst? Ich gehe sehr oft am Strand. Das ist mein größter Sport hier, deswegen bin ich auf die Kanaren gezogen. Okay. So, Nico kommt, Achtung. Einen Anschluss müssen wir finden. Das ist hier anschließend. Nee, ich wollte direkt hier rangehen. Okay. Jetzt ist die Frage, ob ich eine Kupplung für den Gardinerschlauch mit habe. Weil wir haben jetzt hier 0,5 Zoll. Gib mir her das Gerät nochmal. Sonst werden wir das da spülen, weil hier ist alles frei. Wie sieht's mit Essen aus? Irgendwann müsst ihr auch mal was essen. Packt ihr euch ganz klassisch eure Brotdose morgens oder wie sieht das aus? Also ich ja. Weil ich weiß, dass ich dann irgendwann mal schlechte Laune bekomme, wenn ich Hunger habe, unterzuckert bin und eine schwere Arbeit erledigen muss. Das geht dann aufs Gemüt. So, Roman, die Pumpe bitte aufpumpen. Ja. Im grünen Bereich. Wir schießen jetzt mal mit Druckluft, weil ich möchte das Urinal nicht abschrauben, weil ich Sorge habe, dass ich nicht mehr ranbekomme. Erstmal Luft durch. Hier da jetzt genau? Wir tun jetzt Druckluft aufpumpen. Auf 2, 6 Bar. Im grünen Bereich, ja. Du hast hier eine Skala, die geht von 0,4 bis 0,7. Also wir wollen keine 6 Bar, sondern unter 1 Bar bleiben, weil Abwasserrohr ist ausgelegt bis zu 1 Bar. 0,6? Ja, hast du? Ja. So, Roman. Mit der Kameratechnik aufpassen, es kann jetzt überall rausspritzen. Aus dem Waschtisch, aus dem Siphon. Da machen wir mal einen Lappen drauf, Handtuch raus, Schwitzerhandtuch raus. So. Roman, du müsstest nach unten. Hast du Handschuhe? Habe ich. Und
und das Fleck, den Fleckschlauch hinten fest reinhalten, ne? Dass dann abschießt. Das kann jetzt eine Sauerei geben. Boah, eigentlich hat das der Mist im Gesicht. Und? Warte, der ist draußen. Jetzt ist er drin. Geht? Ja. Gut. So. Nochmal aufpumpen, bitte. So, Roman, nochmal Handtuch anhalten und den Apf festmachen, bitte. Geht los? Geht los. So, jetzt rinnt mir der Schweiß in die Augen, das brennt. Machen wir mal eine kurze Pause, bitte. Also hier haben wir ja irgendwie Standard-Objekte wahrscheinlich. Ne? Gibt es da bei dir auch schon mal irgendwie was Spezielleres, was du installieren oder deinstallieren musstest? Also wir hatten mal einen Kunden gehabt, der hatte eine Designer-Toilette von irgendeiner französischen Marke, Delafond. Und dazu hat, wie gesagt, nur ein Toilettensitz gepasst mit derselben Marke und an den ranzubekommen. Die Toilette hat ungefähr 3000, nur die Keramik, 3000 Euro gekostet. Und dann probiere mal auf den Kanaren einen Toilettensitz dafür zu bekommen. Und da habe ich fast einen Monat hin und her getan und habe ihn dann endlich bekommen und installiert. Aus Frankreich bestellt, oder? Im deutschen Markt, deutschen Markt. Wie muss ich mir eine Designer-Toilette vorstellen? Designer-Toilette eigentlich so wie eine Prada-Tasche, wo Prada eigentlich nur draufsteht. Sonst Tasche ist Tasche, ne? Also ganz ehrlich gesagt. So, Roman, wie kommen wir da jetzt ran? Ist genau der Abfluss im Weg? Mit der Ratsche kommen wir nicht ran? Wir müssen erstmal gucken, wie viel Platz wir haben. Vielleicht kann ich den rausziehen. Wir nehmen mal eine 17er kleine Nuss. Siehst du irgendwo 17er? 14er, andere Seite. 15, 16, 17. Und gucken wir mal, wie wir an die Schraube. Die geht nicht, weil da eine Gewindestange ist. Wir probieren es mal mit dem hier. Mal wieder ein. Oder haben wir für die kleine Ratsche auch einen 17er? Der geht nur bis 14, ne? 14 klein. Und da geht es dann genau ab 17 groß wieder los. Warte mal, hier haben wir noch. Ja, wir gucken mal. Wenn deine Kunden dich zum Einsatzort bestellen, und die Kunden glauben, das ist ja nur eine Kleinigkeit, eine kleine Verstopfung beseitigen. Das kann ja nicht so lange dauern. Ja. Und wir sind jetzt hier schon in einer Stunde, haben wir es immer noch nicht beseitigt. Genau. Aber wir haben ja gesehen, dass ihr hier versucht, die zu beseitigen. Haben die Kunden dann in aller Regel auch Verständnis, wenn die Rechnung möglicherweise höher ausfällt, als sie sich das zu Beginn vielleicht selber vorgestellt haben? Das kann ich schlecht beantworten, weil ich hatte bis jetzt noch nie eine Beschwerde gehabt, dass, beziehungsweise, wie soll ich das erklären? Also die Leute diskutieren nicht über die Sicher Höhe der Rechnung, wird hinter verschlossener Hand dann über die Rechnung gesprochen, aber wie gesagt, der Laie kann sich untereinander eigentlich nicht unterhalten, was war die Ursache des Problems.
wo man erstmal rankommen müsste. Ne? Und da spiegelt sich dann der Preis halt wieder. Das ist eigentlich das, was mich manchmal ein bisschen ärgert. Ja, da ist einer gekommen, die hat mir das vor 5 Jahren vor 60 Euro gemacht und du nimmst jetzt hier 180 Euro. Ne? Das ist halt im Verständnis der Leute so drin. So, leuchte mal, Roman, bitte. Wir kriegen da die Ratsche jetzt nicht rauf, aber ich habe das Ding verlängern können. Nimm mal weg die Lampe. Leuchte mal. Ist drauf gekommen, weil, wie gesagt, die Besitzerin hier vom Restaurant schon 2 Installationsfirmen zuvor da gehabt hatte und die ihr nicht bei einer Lösung helfen konnte. Also 2 Firmen haben das schon versucht und nicht geschafft. Und nicht geschafft, genau. Da wächst der Ehrgeiz in dir. Nicht der Ehrgeiz, aber da muss ich mir zum Schluss keine Sorgen machen, damit der Preis so hoch war, wenn die Lösung da ist oder nicht. Aber das ist schon dann auch ein gewisser Stolz, wenn du sagst, 2 Kollegen haben es nicht geschafft, ich habe es geschafft. Nach 25 Berufsjahren weiß ich nicht, ob man da noch so einen Stolz hat, aber man ist froh, dass man eine Lösung präsentieren konnte und weiterempfohlen wird. Und das ist mir wichtig. Muss ja nicht jeden Tag so ein Urinal sein. Das müssen wir dann schauen. Die dritte Firma. Was haben die anderen alle gemacht? Einen Finger reingesteckt? Ja, die haben es versucht, aber die haben alle am Glück, dass eine Wand, das kann das Ding vielleicht nicht runtergekriegt. Ich weiß es nicht. Oder hatten kein Werkzeug dabei. Passiert ja auch ab und zu. Ja. Welche gefühlte Temperatur ist zwischen deiner Hand und deinem Handschuh, den du jetzt schon seit einer Stunde anhast? Gefühlt? So gefühlt, dass ich eigentlich, da meine Hände schwitzen, kein Material sauber anfassen kann. Also mal gucken, dass ich die Keramik jetzt hier sauber runterbekomme. Und dann gehen wir eigentlich an die Ursache des Problems ran, und zwar ans Abwasserrohr. Du kennst deinen Kollegen Röhrig aus Süderbrarup. Ah, das war meine Lieblingsfilme aus den 90ern, 2000ern. Ja, gewesen, weil das spiegelt eigentlich genau das nach, was dokumentiert und aufgezeichnet wurde als Komik, was wir hier erleben. Und kannst du da selber auch drüber lachen? Weil da wird ja schon dein Berufszweig so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Ja, auf eine lustige Art und Weise. Ich kann lachen drüber, weil manchmal, wenn mir was gelegen, dann singe ich auch vor mir hin, ich bin da röhrig. Aber nur, wenn alles gut geht. So, komm mal her, Roman. Lass mich. So. Und jetzt komm mal bitte her. Jetzt siehst du, was meine Vermutung war. Du hast einmal einen Hänger hier. Es wurde geklebt vor 20, 30 Jahren. Und wie gesagt, an diese Gewindestifte ranzukommen, wegen dem Abfluss, ging jetzt eigentlich nur mit einer Ratschen los. So, jetzt kümmern wir uns ums Abwasserrohr. Wo ist der hingefallen? Da. Jetzt brauchen wir hier. Ja. Ich hole. Guck mal bei mir in die kleine Kiste. Hast du sowas von Hause? Ja, eventuell auch. Schau erst mal im Auto. Okay, mach mal. Habe ich auch noch. Okay. Jetzt ist der Fall möglicherweise eingetreten, dass genau dieses eine kleine Teil, ja, was du jetzt brauchst, zur Verbindung zum Fleckschlauch brauchen. Aber da habe ich schon eine andere Lösung, dass wir direkt hier diesen Fleckschlauch verlängern, ins Abwasserrohr reingehen, dicht machen und dann öffnen. Und dann wird es erstmal gespült. Also man kann jetzt live miterleben, dass der Spruch, was nicht passt, wird passend gemacht. Das ist richtig, das ist richtig, das stimmt, ja. Ihr müsst immer an
kreativen Lösungen arbeiten, wenn Plan A nicht aufgeht. Das ist richtig, ja. Und ist das die Ausnahme oder die Regel? Zu 80% die Regel. Also. Zu 80% die Regel, aber dann machen wir uns gar nicht mehr verrückt. Weil, wie gesagt, ich habe ein gut ausgestattetes Lager, wo man schnell mal hinfahren kann, irgendwas holen kann und dann wird es halt erledigt. Kreativität, verlass mich nie. Ja, so auf die gute Art und Weise. Gut, ich könnte da mal schon mal. Die ist noch voll. Jetzt musst du vorsichtig sein, dass hier nichts spritzt und dir die Kamera verdreckt. Schon mal sehr gut aus. Da hat mir mal ein Klempner Kollege erzählt, aus Dortmund, der hat die gleiche Pumpe verwendet, wurde in ein Bordell bestellt und der sollte im Nachbarraum Rohre freischießen. Natürlich war im Nachbarzimmer das Zimmer belegt gewesen und er hat die ganzen Fäkalien halt durch dieses Zimmer durch mitgeschossen und die Gäste waren halt nicht sehr amused gewesen darüber. Das sind halt die kleinen Storys. Aber ja. Nicht, dass wir die Fliese mit hochheben. Oh. Gut. Das ist jetzt der Fall, der eingetreten ist. Aber das Rohr ist frei. Tut mir leid. Oh, pfui. Okay, das müssen wir schon abwischen alles. Hat man gerade davor vorher gesprochen? Zwei oder dreimal ist es gut gegangen. Ja. Und jetzt ist das eingetreten, was du vermutet hast. Also jetzt sind andere Fähigkeiten gefragt. Sauber machen müsst ihr auch können. Ja, ist Gott sei Dank alles abwaschbar. Das ist kein Problem. Aber wir haben zum Beispiel jetzt einen Erfolg erzielt. Es ist rausgeschossen, was drin war. Wir sollen mal gucken, was es war. Gut. Super. So, jetzt schießen wir Wasser durch und schau mal die ganzen groben Teile, die rausgekommen sind. Siehst du das? Schau mal, wie schön es qualmt. So. Licht. Das ganze Werkzeug hier sauber machen. Zieh dir Handschuhe an, wenn du brauchst. Pumpe aufpumpen. Wir schießen nochmal durch. Viermal. Ja, pass auf, dass du die Fliese nicht hochdrückst, anziehst. So wie die hier verlegt sind. Wenn wir noch Fliesen legen. Ist die Ursache jetzt erledigt? Die Ursache ist erledigt. Es rennt wieder normal. Wir werden es vorsichtshalber nochmal viermal durchschießen. Und meine Vermutung, was ich gesehen habe, du siehst hier überall diese groben Teile. Hier drüben auch gut zu sehen am Boden. Das ist halt Urinstein. Über wie viele Jahre vermutest du? Kann ich nicht sagen. Aber so wie das Urinal ausschaut, so wie das Bad ausschaut, 20, 30 Jahre. Oder Roman? Ja. Denkst du? Ja. So, gut. Alle Mann in Deckung. Geht los? Ja. Nimm weg den Eimer, dass er gucken kann, was da eigentlich passiert. Das ist halt die Wirkung, so wie es qualmt mit Druckluft. Das ist halt... Wieso qualmt das? Das ist die komprimierte Luft. Okay. Das ist die komprimierte Luft. Jetzt werden wir, halte nochmal rein, dass du sehen kannst, wenn ich jetzt den Wasserfluss öffne, dass die Verstopfung beseitigt ist.
Wie man sieht, kommen wir hier nochmal rüber. Wenn ich jetzt hier Wasser öffne, einfach nur den Fleckschlauch, es rinnt kein Wasser mehr raus, es fließt sauber ab. Und so muss es beim Original dann auch sein. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. So, jetzt also nur noch das Urinal wieder befestigen und dann auf zum nächsten Kunden, oder? Das ist richtig, aber im Moment, wir müssen erstmal den Siphon gelöst bekommen, damit wir den austauschen und erneuern können. Aber über die Jahre hinweg scheint es fast unmöglich zu sein. Nicht kontern im Moment. Gut, dann müssen wir dann nach einer Lösung suchen. Wir haben ja, wir könnten, irgendwie müssen wir das gekontert bekommen, dass du das so zusammendrückst, ja, mit aller Gewalt. Ja. Okay. Problem ist nur, in welche Richtung, weil ich muss von hinten schrauben. Ja, das sehe ich. Kriegst du das so gehalten? Ja. Dann müsstest du reinkommen. Musst die Zange aber richtig zusammendrücken, ne? Okay. Hast du? Ja. So, jetzt sind wir wieder bei dem Fall, wenn die Keramik kaputt geht, was passieren kann. Wir müssen es hochheben. Gut. Aber wollen wir mal nicht hoffen. Geht los? Ja. Rutschst du mit? Keine Chance. So, den kriegen wir nicht runter. Das heißt, ich muss jetzt mit dem Kunden reden, dass er ein neues Urinal bekommt. Da kann man nichts machen. Keine gute Nachricht. Nach 20 Jahren ein neues Urinal. Weiß nicht. Eigentlich keine gute Nachricht, aber es ist so, wie es ist. Da müssen wir den Weg jetzt des geringsten Widerstandes gehen. Wie man gut sehen kann hier, dass, wie gesagt, der Siphon vom Urinal, vom Körper zum Abwasserrohr so alt ist, dass wir den nicht mehr auseinandergeschraubt bekommen. Und wir werden jetzt nochmal eine Möglichkeit probieren. Und sollte das nicht gehen, dann bekommt die Kundin halt ein neues Urinal ran. Das sind halt diese kleinen. Ist das schnell verfügbar oder muss das bestellt werden? Ist das da ich in der Regel nicht so viele Urinale hier installiere, weil sie auch langsam wie BDs aus der Mode gekommen sind, müsste ich schauen. Ich habe eine Idee. Was? Der kleine Säge? Ja, du bringst mir jetzt die Eisensäge, oh, das Sägeblatt. Ich hab's befürchtet. Jetzt rauchen wir es mit einer. Dann hat die Kundin kein neues Urinal zu kaufen und wir sägen es peu à peu auf. Gut, wieder eine Lösung gefunden. Wir probieren jetzt hier den alten Siphon zu lösen. Mit einem Sägeblatt, um den alten Messingkörper von der Keramik zu trennen, was heute eigentlich alles nur noch Plastik ist. Wie man sieht, das ist eine sehr mühselige Arbeit. Sisyphusarbeit. Sisyphusarbeit. Aber da sind wir wieder beim Doktor vom Klempner. Roman, komm mal auf die andere Seite. Ja. Stabilisier mir mal den Körper. So, und da sieht man mal, das ist eine sehr anstrengende Arbeit. Ich habe einen Helfer dabei, deswegen werden wir jetzt die Positionen tauschen und er kann die nächsten 3 cm weiterschneiden. Das ist gerecht. Ja.
Das ist ja aber für die Rechnung auch wieder eine unerwartete Position, die dann auf der Rechnung steht, mit der eigentlich der Kunde gar nicht gerechnet hat. Ne? Das ist wohl wahr. Er wollte nur eine Verstopfung beseitigt haben. Das ist wohl wahr, aber wie gesagt, wir retten gerade hier die Keramik, das Original. Und dadurch entfällt halt der Posten eines neuen Originals auf der Rechnung, womit er dann auch bei 300 Euro ungefähr dabei ist. Nur für den Einkauf. So, ihr wart erfolgreich. Haben wir durchgesägt. Altes Messing-Abflussrohr. Ist schon antik, 30 Jahre alt mindestens. Immerhin. Ja, heute gibt es ja nur noch Plastik im Verbrauch. So, jetzt geht's weiter. Ihr seid jetzt erfolgreich gewesen, wenn auch der Auftrag nicht zu Ende ist, aber schon mal die großen Probleme gelöst. Genau. So, wie geht's jetzt weiter? Jetzt fahren wir zum Sanitärfachhändler, besorgen uns die Verschraubung von der Keramik zum Abwasser. Und dann fahren wir zu meiner Badsanierung, wo ich dir gerne erklären und zeigen möchte, was die Endmontage noch an erledigen zu tun, also was noch zu tun ist. Und dann denke ich mal, dass wir dann Feierabend haben. Verdient, denke ich mal. Und dann können nur noch ein paar Notfälle reinkommen. Wie geht es euch jetzt so körperlich? Ich muss mich noch ein bisschen sammeln, sonst alles gut. Und dir, Roman? Alles gut. Alles gut. Das Gröbste haben wir geschafft. Das war ja auch so ein antikes Ding wieder. Ich meine, vorher waren zwei Firmen gewesen, die haben gar nichts gemacht. Und so, wir sind jetzt hier beim Sanitärfachhändler auf Gran Canaria in Playa del Inglés. Gut. Dir als Handwerker ist jetzt das passiert, was uns privaten Endverbrauchern auch häufig passiert. Genau, ja. Was ist da passiert? Ja, dadurch, dass Urinale nicht mehr modern sind, haben sie natürlich da auch keine Ersatzteile mehr für. Und das beim Sanitärfachhändler. Und jetzt muss ich mir halt einen Kopf machen, wo ich dieses Teil herbekomme, damit ich das Urinal wieder anschrauben kann. Mal schauen. Jetzt werden wir halt probieren, bei Attica Bäderausstellung dieses Teil zu bekommen. Und wir müssen uns beeilen, weil die in 10 Minuten Siesta machen. Altmodernische Eisenwarenfachhandel doch uns noch eine Lösung beschert hat, was wir beim Sanitärfachhändler nicht bekommen haben. Okay, können wir Mittwoch installieren und der Kunde ist glücklich. Du hast den Schlüssel vom Kunden, das ist ja auch ein Vertrauensbeweis, oder? Das ist sehr wohl wahr und zeigt aber immer wieder, dass von dem Schlüsselbund von über 8 Kunden von Apartments die Schlüssel, wenn Notfälle oder irgendwas an der Wasserinstallation sind, dass ich schnell reagieren kann. Bad, leuchte mal rein. Alles in cremigen Weichtönen gehalten. Das Spezielle an den Bädern hier auf Gran Canaria ist ja der zur Verfügung stehende kleine Raum. Ne? Das ist sehr wohl wahr. Also man sagt, ungefähr so um die 5-6 Quadratmeter hat man als Bad zur Verfügung. Und dadurch ist es eigentlich sehr wichtig, dass man eigentlich Technik einbaut, die das Platzvolumen ein bisschen mehr herausbringen. Sei es ein Hänge-WC mit Drückertaste, dass kein Stand-WC mehr in der Nähe ist, dass man unten drunter wischen kann. Sei es eine begehbare Duschtasse und was hier noch sehr speziell ist, der Kunde wollte halt von Grohe, das kann man drüben dann nochmal zeigen,
eine spezielle Dusche haben, die nur noch mit Tasten zu bedienen ist, also nur noch Tasten drücken, nichts mehr drehen, nichts mehr verstellen, und die dann oben, wie gesagt, eine Regendusche hat mit zwei unterschiedlichen Wasserfällen, sagt man so, einen weicher und einen härteren. Das kann ich drüben nochmal am Karton zeigen. Und wie gesagt, an diesem Bad wurde komplett alles neu gemacht, von der Rohrverlegung bis Zuwasserverlegung. Und also Grohe, eine deutsche Firma, ist auch hier auf Gran Canaria deine erste Wahl? Ist meine erste Wahl, wenn der Kunde das, die finanziellen Möglichkeiten dazu hat, sehr gerne, weil es die Arbeit vereinfacht und wie gesagt vom Duschen her ein Genuss ist, drunter zu stehen und alles sauber zu halten. Ja, Feierabend würde ich sagen, Jungs. Haben wir heute so einen typischen Tag im Leben von Klempnern, Sanitärfachleuten gesehen? Auf Gran Canaria. Auf Gran Canaria. Haben wir heute einen typischen Tag gesehen? Also ich würde mal sagen, heute war eigentlich ein typischer Tag, wo am Vortag mit Kopfkino gearbeitet wird, um eine Problemlösung zu finden. Heute zum Beispiel mit dem Urinal. Aber wie gesagt, wir haben es geschafft, wir haben es gesehen, dass das am Mittwoch wieder installiert werden kann, was schnell ist. Weil man muss sich überlegen, wenn man heutzutage einen Handwerker ruft, wie viel Zeit eigentlich dafür ins Land fließt. Ne? Also möchte ich schon sagen, oh ja, heute ist ein relativ früher Feierabend, aber den haben wir uns wohl verdient. Das denke ich auch. Ich habe das ja heute hier alles live miterleben dürfen. Und ja, das war halt so, wie es war. Also da war nichts gestellt, das war nicht geprobt. Und wir haben ja gesehen, dass Handwerker auch ja, Künstler sein müssen, die sich immer wieder neue Ideen einfallen lassen, um Probleme zu lösen. Genau, gerade in der Drucktechnik bei den Wasserrohren. Ja. Ja, okay, Nico, Roman, vielen Dank euch beiden, dass wir euch heute hier begleiten durften. Die Homepage ist eingeblendet und deine Kontaktdaten sind eingeblendet. Wer Probleme mit Gas, Wasser und sonstigen Dingen hat, der darf dich gerne anrufen oder dich gerne kontaktieren. Gas weniger, aber Wasser, Abwassertechnik sehr wohl, okay. Baupumptechnik sehr gerne. Vielen Dank und schönen Feierabend, Jungs. Danke, tschüss.